So, also ich bin mir gerade unsicher, was hier alles mal erforderlich war. Ich werde mein gesamtes Geld mitnehmen, was ich habe. Einfach nur, weil ich nicht ganz sicher bin, wie viel Geld ich benötige. So, 10 Dollar. Das Maximum, was wir mitnehmen können. Kettensägen, Tango, ich grüße dich. Und ein neuer Tag im Kindergarten. Kurz überlegen? Nee, ich brauche nichts. Ich rieche Geld. Ja, jemand hat auf jeden Fall mehr Geld dabei als 3 Dollar. Hey. Hast du Geld dabei? Nö. Lüg mich nicht an. Ich rieche es, wenn jemand Geld hat. Gib mir die Hälfte oder sonst. Bitteschön. Guter Junge. Und wehe du... Und jetzt erzähl nicht dem Lehrer davon. Oder... Oder es kann passieren, dass da auch vermisst wird, wie dieser Billy. Okay. So, zuallererst kaufe ich nun von Monty ein Aufnahmegerät. Einen Voice Recorder. Hey, das ist ein ziemlich gutes... Geil, damit kannst du dich aus, ja, aus Schwierigkeiten raushalten, wenn irgendwie jemand dir etwas irgendwie beschuldigt. 2,50 Dollar, was sagst du? Alles klar. Um mit dir Geschäfte zu machen. Ich muss kurz überlegen, ob ich noch was kaufen muss. Ja, ein Jojo. Ich überlege, ob ich es jetzt schon tun soll. Ich bin gerade unsicher. Ich muss gucken, wie viele Äpfel ich brauche. Ansonsten war es umsonst. Ich muss den Tag neu starten, wenn das jetzt falsch ist. Das kann ich ja schnell wiederholen. Ich kaufe noch schnell das Jojo. Ja. Alles, was ich kaufe, kostet immer einen, also mir Zeit, einen Apfel. So, ich sag jetzt der Lehrerin Bescheid. Das reicht, glaube ich, nicht, ne? Nee, ich kann das Jojo hier nicht kaufen. Ich muss den Raum neu starten. Ich kann das Jojo hier nicht kaufen. Wir holen nochmal alles. So. Was ich auf jeden Fall kaufen muss, ist das Aufnahmegerät. So, jetzt sagen wir der Lehrerin Bescheid. Ich bin Miss Applegate. Und ich bin sehr gut ausgestattet mit sehr exzellenten Lehrerqualitäten. Ich bin gut ausgestattet mit... ne? Bugs hat mein Geld geklaut. Hat er? Interessant. Ich mache dir einen Deal. Bugs ist ein wirklicher Schwierigkeitenverursacher. Er ist sehr gewalttätig und eine Gefahr für andere. Wenn du da hingehst und ihn herausforderst... If you go over there and challenge him, I will make it worth you a while. Okay, also sie wird mich entlohnen, wenn ich jetzt rüber zu ihm rübergehe und ihn herausfordere. Was ist, wenn er mich verletzt? Das baut den Charakter. Ist es legal? Wahrscheinlich nicht. Aber falls ich so meinen Untergrund-Kind-Fight-Club aufmachen kann, dann ist es ein Risiko, was ich aufmachen würde. Was ist für mich drin? Ich gebe dir einen goldenen Stern. Wir alle lieben goldenen Sterne, oder? Okay. Okay, ich liebe gute Kinderkämpfe. Nun geh da rüber und ja, schubst ihn ein bisschen. Wenn er angreifen sollte, schrei nach mir und ich werde euch aufhalten. Okay. Was willst du? Ich gebe dir nicht dein Geld zurück. Hau hier ab, bevor ich dich zerquetsche. Mich zerquetschen wird dein Vater auch nicht zurückbringen. Mein Vater wird zurückkommen. Er ist nur kurz zu dem Geschäft gegangen, um ein paar Zigaretten zu holen. Das ist alles. Und jetzt verschwinde hier, bevor ich dich so hart schlage, um ihn stolz zu machen. SkittyG, vielen Dank für 7 Monate Support. Vielen Dank für deinen Resub. Er wird niemals stolz auf dich sein. Das wird er. Wenn du jetzt abhaust, wenn du jetzt nicht abhaust, werde ich dich töten. Sterben wäre nicht so schlecht. Okay, du hast danach gefragt. Das ist für dich, Dad. Ja, wir rufen mal am besten nach dem Lehrer, oder?
Aber andersrum bin ich mir sicher, ihr wollt auch sehen, was passiert, wenn ich nicht den Lehrer rufe, ne? Hier, die akzeptieren unser Schicksal. Ja, okay. Du wirst nicht gegen Bugs gewinnen, außer wenn der Lehrer dich stoppen würde. Ich wollte es euch kurz zeigen. Ich kann es ja ganz schnell wiederholen. Yep. 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 Wir kaufen wieder das Jojo. Das Aufnahmegerät. Sagen Bescheid, dass wir bestohlen wurden. Und wir bekommen einen goldenen Stern, wenn er abgeführt wird zum Direktor. So. Dann dasselbe nochmal. Er wird niemals stolz auf dich sein. Sterben wäre nicht so schlecht. Und wir rufen nach dem Lehrer. Bugs! Wie kannst du es wagen, einen anderen Schüler anzugreifen? Das war der letzte Strohhalm. Beziehungsweise so würde ich es jetzt übersetzen. Ich sende dich zum Direktor. So kann er dich endlich entlassen. Nein, bitte, hör du es nicht. Er hat angefangen. Er ist ein Lügner. Er sagte, mein Vater würde niemals zurückkommen. Well, also, er ist richtig. Er liegt damit richtig. Und nach diesem kleinen Zwischenfall wirst du ihn auch nie wiedersehen. Nun geh zum Direktor. Oder ich lasse dich vom Hausmeister dahinschleifen. Aber, los. Blöde Ratte. Wir könnten Freunde sein, wenn du mich nicht verraten hättest. Das ist ein Hinweis für seine Quest. Ah, was ein wunderschöner Tag. Endlich bin ich dieses kleine degenerierte Kind losgeworden. Hier ist der goldene Stern, der dir versprochen wurde. Dankeschön. Nun hast du mich zum Nachdenken gebracht. Jerome glaubt, er ist so toll und mächtig, weil sein Vater, weil er der Sohn des Direktors ist. Warum sollten wir nicht versuchen wollen, ihn eine Reise zu ihm? Das ist immer Schlimmes zu setzen. Warum wollen wir nicht einen kleinen Besuch arrangieren, um seinen Vater zu besuchen? Vielleicht könnten wir das. Das ist, was ich hören wollte. Sehe mich während der Morgenzeit und ich sag dir, was du tun sollst. Okay, ich sehe dich dann. Ja, manche Sachen, Leute, das würde ich für mich. Sehr schwer zu übersetzen. Obwohl es verstanden wird, ne? So, jetzt reden wir mit ihr. Na, das ist ja quasi der Clou hier dran. Hey, Süßer, ich bin Cindy. Willst du mein Freund sein? Nein. Oder? Ich überlege gerade. Ich sag mal erst ja. Ja. Das ist das, was ich hören wollte. Und wir werden das absolut süßeste Paar in der Schule. Aber zuerst muss er was mit mir machen. Ist Liebe nicht genug? Hahaha, das ist süß, aber das ist es nicht. Du musst dich erst beweisen. Warum? Weil ich die schönste, schlauste und beste Mädchen bin, das du je kennenlernen wirst. Reicht das für dich? Du siehst, es scheint nicht so zu sein, als wenn du nur eines von den Sachen bist. Entschuldige bitte? Ich glaube nicht, dass du gerade zu mir gesagt hast. Weil wenn du es getan hast, würde ich dich ausschalten. Wie würdest du das tun? Ein Mädchen hat ihre Wege. Und nun möchte ich einen entschuldige. Oder ich gehe unter. Ich könnte sagen, I'm sorry, es tut mir leid, ne? Oder, ne, ich werde mich nicht entschuldigen. Okay, du hast danach gefragt. Was willst du denn tun? Vergewaltigung! Oh, liebes Ich. Was auf Erden geht dir vor? Ich habe jemanden Vergewaltigung schreien hören. Ja, Miss Applegate, ich war's. Dieser Junge hat versucht, mich zu vergewaltigen. Cindy. Darüber waren wir doch schon längst weg. Jungs, die nicht dein fester Freund sein möchten, zählen nicht als Vergewaltigung. Aber wegen der Schulregeln muss ich euch beide zum Direktor schicken. Was? Du bestrafst mich, dass ich fast vergewaltigt wurde? Nun hörst du mir zu, kleiner Parasit. Ihr geht jetzt zum
zum Direktor. Ende der Geschichte. Das ist so unfair. Ja, ja. Erzähl das dem Direktor. Jetzt haben wir hier nur ein Problem. Bugs wäre normalerweise tot. Da wir jetzt aber hier rein müssen, darf er gehen. I'm sorry, Bugs, but you leave me no choice but to... Unterbrochen. Oh, entschuldige, Bugs, du lässt mir keine andere Wahl, aber... Oh, was ist das? Was macht ihr beiden hier? Er hat versucht, mich zu vergewaltigen. Super. Okay, Bugs, sieht aus, als wenn du freikommst. Als wenn du diesmal ganz einfach rauskommst. Hau hier ab, du kleiner... Du kleines, Müllfeuer. Ich sehe dich in der Pause, Kleiner. Okay, ihr beiden, kommt hier rüber. So, du behauptest also, dein kleiner Freund hier hätte dich vergewaltigt. Oder hätte versucht, dich zu vergewaltigen. Wirklich, Cindy? Ja, ich konnte ihn gerade noch bekämpfen. Ich gehe davon aus, dass du abstreiten willst, sie vergewaltigt zu haben. Ist das korrekt? Ja. Korrekt. Ich streite es ab. Das ist, was ich dachte. Gut, da niemand Zeuge war und da niemand Zeuge des Vorfalls war, hast du und du auch gar keinen Beweis hast, da ist nicht viel, was ich tun kann, außer für euch beide zu trennen für eine Weile. Aber ich habe den Zwischenfall aufgezeichnet. Oh, hast du? Oh, das macht die ganze Sache viel einfacher. Cindy? Muss ich mir das jetzt wirklich anhören oder machst es mir einfach und gibst es zu, dass nichts passiert ist? Aber, was? Okay, aber er hat angefangen. Er sagte, ich wäre gemein. Nicht gut genug. Ich glaube, es wird es genießen, dich nicht für eine Weile in der Schule zu haben. Cindy, ich nehme diesen Rekorder. Ich nehme diesen Rekorder nur, falls deine Mutter anrufen sollte. Also kann ich es nicht zurückhaben? Nein. Warum gehst du nun nicht in deine Klasse zurück? Ich glaube, du hast schon genug vom Lernstoff verpasst. Alles klar. Na, sie bleibt nun da, wir dürfen gehen. Oh, du bist zurück. Wo ist Cindy? Wie ist ihre Bestrafung? Was ist deine Bestrafung? Keine, ich hatte Beweise, dass ich es nicht gewesen bin. Das bedeutet, sie ist weg. Oh, happy, happy day. Ich hatte es so satt, von ihr zu hören und von ihrem Nonsens. Du hast einen goldenen Stern verdient. Habe ich? Well, our little ruse didn't get rid of Bugs, like I hoped, but don't worry. There's plenty of time to handle that later. Okay, eigentlich wollte sie ja auch Bugs loswerden, aber durch diesen Zwischenfall mit der Vergewaltigung durfte er gehen. Und er meint auch gerade, ja, es wird noch später genug Zeit sein, das zu lösen. Ah ja, der High Mighty Jerome, das hat sie vorhin schon gesagt. Wir wollen jetzt den hier, dass er ebenfalls einen Besuch bei seinem Vater stattfindet. Sein Vater hat mich informiert, also der Direktor hat mich informiert, dass einer seiner halben Pässe verschwunden ist. Ich wette, Nuggets Leben, dass Jerome es genommen hat. Was ist Nuggets Leben dir wert? Nicht viel. But I make a teacher's salary, so even by my student life valuing system, it's still a pretty significant percentage. Verstehe ich nicht ganz, aber es groß im Ganzen gesagt, nicht viel wert, Nuggets Leben. Warum nimmst du nicht einfach den Hallenpass? Es ist mir nicht erlaubt, Studenten zu durchsuchen, ohne offensichtlichen Grund. Und der Lord weiß, dass es dort keine... mein Gott, ist schwer zu übersetzen. Und der Lord weiß, dass es keinen Grund gibt, den Sohn des Direktors zu durchsuchen. Das ist, warum ich dich brauche. Ich kann das tun. Geh rüber und bring ihn dazu, ihn dir zu geben. Okay. Also, damit wir den Hallenpass bekommen, brauche ich ein Jojo.
Jojo. Ja. Trainer mit Jerome. Haben wir ja schon. Na, wollte ich weiter vorlesen. Ja. Buddy werden. Jetzt möchte er, dass ich seinen Laserpointer hole. Er gibt mir dazu den Hallenpass, damit ich an der Fluraufsicht vorbeikomme. So, er soll sie ablenken. Und jetzt tun wir nur eine Sache. Wir geben ihr den Hallenpass. Gib mir eine Minute, während Jerome mich ablenkt. Sie sagt sogar, ja. Gib mir eine Minute, Jerome lenkt mich, solange Jerome mich ablenkt. Ich habe diesen Hallenpass von Jerome. Ich wusste es. Jerome, du kleine Kakerlake. Wir sind fertig. Du kannst nicht einfach den Hallenpass von deinem Vater klauen. Was? Du hast dich verraten an den Teacher? Mann! Ja, hat er. Und er ist eine gute kleine Ratte. Hör auf, mich so zu nennen. Nein, das ist das, was du bist. Das Lehrers kleine, spezielle Ratte. So wie Jerome des Lehrers kleine, spezielle suspended. Rausgeflogene oder entlassener Hooligan ist. Oh, come on, bro. Ich dachte, du bist cool. Nein, ist er nicht. Und weil er so uncool ist, bekommt er einer von meinen goldenen Sternen. Nun, warum bringst du nicht deinen Hallenpass zurück zu deinem Vater? Ich bin sicher, er würde es lieben, dass er weiß, wo er hingegangen ist. Mann, blöde Ratte. Bringt mich in Schwierigkeiten. Mein Vater wird mich töten. Das war nur perfekt. Du bist ein Naturtalent da drin. Let us keep this kid removal train rolling. Lass uns weitermachen mit dem Kinderloswerden Zug. Wie? Ich habe einen speziellen Plan für Nugget. Freunde dich mit dem kleinen Weirdo an. Und also bevor die Pause beginnt, okay. Außerdem kannst du auch gerne dich um alle anderen Kinder in Schwierigkeiten begeben. Solange du jetzt hier bist. Wir müssen nur kreativ werden. Okay, ich versuch's. Na, jetzt müssen wir hier noch weitere Kinder loswerden. Ich überlege gerade, was gerade einfacher für mich ist. Ja, ich muss Freund werden mit Nugget. Nugget möchte mit dir keine Zeit verbringen während der Morgenzeit. Nugget ist sehr schwer beschäftigt. Willst du, dass wir Freunde werden? Nugget verbringt normalerweise seine Morgenzeit alleine und isst auch alleine und lebt auch alleine. Nugget, glaubt ihr, du könntest ein Freund sein, wenn ich diesen Nugget esse? Das ist alles? Ja, tu das für Nugget und wir werden Freunde. Okay, wir essen den Nugget. Gut, und nun erinnere dich an den Geschmack des Chicken Nuggets. Wir werden zusammen essen, während des Essens. Nugget würde ich dann sehen, okay. Das ist immer merkwürdig, weil er immer wieder aus der dritten Person spricht. So, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich noch irgendetwas anderes benötige. Ich glaube nicht. Hey Marco, was ist das für ein Kindergarten? Es ist ein sehr witziges Spiel. Ich glaube, ich muss nichts weiter machen. Ich hätte noch 1,50 $. Ich muss kurz überlegen, brauche ich irgendeinen Gegenstand von ihm hier? Er hat einen Schraubenzieher, Zigaretten und gar nichts. Zigaretten brauche ich nicht. Nee. Es wird alles cool sein so. Nee, dann kann ich es vergehen lassen. Oder kann ich hier schon Bescheid sagen? Okay. Ab zum Essen. So. Rena mit Nugget. Nugget ist zufrieden, dass du zurückgekommen bist. Sag Nugget, den Nugget, den ich gegessen habe, war sehr lecker, oder? Ja, glaube ich. Hast du das Gift gar nicht geschmeckt? Warte, was? Nugget hat den Nugget vergiftet. Werde ich sterben? Vielleicht. Das hängt davon ab, was du jetzt tust. Ah, es hat gerade Bugs
diese Pampe auf... Bugs hat die Pampe auf Nugget geworfen. Bugs hat gerade eben diese Pampe auf dich geworfen. Ja. Er tut das jeden Tag, aber heute... Heute hat Nugget Gift. Und du wirst dem vergifteten Nugget Bugs bringen. Warum sollte ich das tun? Weil Nugget auch das Gegengift hat und das dein Leben retten wird. Wie soll ich ihn vergiften? Hier ist ein weiterer Nugget. Er ist genau wie der, den du gegessen hast. You just ate, only this one is a far more potent. Just get Bugs to eat it. Okay, ich soll ihn nur dazu bringen, dass Bugs ihn essen soll. Okay, ich versuch's. Beeil dich lieber. Nugget glaubt, du hast nur noch Zeit, bis die Klingel läutet, bevor du dran stirbst. Oder bis das Gift nicht mehr wirkt. Ne, also von dem Nugget, aber ich bin auch tot, wenn die Klingel läutet. Ich bin wirklich tot. Ich hasse dich. Okay, jetzt müssen wir dazu bringen, dass er den Nugget isst. No way, a worm like you is gonna sitting by me, with me. Also, ne, auf gar keinen Fall darf ich neben ihn essen. Ich möchte, dass du das hier isst. Was? Warum? Was ist das? Es ist ein Chicken Nugget. Ja, das kann ich sehen. Warum zum Teufel sollte ich etwas essen, was du mir gegeben hast? Andererseits, du würdest sonst aussehen wie eine kleine Sissy. Was? Wer hier würde glauben, dass ich eine Sissy bin, wenn ich nicht einen dummen Chicken Nugget essen würde? Jerome. Jerome is always coming up with stupid competitions. Also, Jerome kommt immer wieder mit Vergleichen an. Was auch immer. Ich werde es ihm zeigen. Okay, hat geklappt. Sie geht weg. Ne, also, er hat den Nugget gegessen. Sagen wir Bescheid. Ist es getan? Ist Bugs vergiftet? Es ist fertig. Wunderbar. Nugget ist zufrieden. Und was du sagst, ist wahr. Bugs sollte jeden Moment sterben. Und da geht er. Und hier ist das Gegengift, wie versprochen. Nehmen wir. Nugget hofft, dass ich mich besser fühle. Bitte komm und sehe Nugget zur Pause. Nugget würde mir gerne etwas zeigen. Okay. So. Allerdings sind wir noch nicht alle losgeworden, denn wir haben noch Monty hier und Lydie ist rausgegangen. Ne? Die hat ja tatsächlich das Dinner verlassen. Gucken, ob wir Monty loswerden. Die Pumpe ist nicht gut und ich glaube nicht, dass irgendwer ist brave enough. Heißt nur brave. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand bereit dazu ist, ein Biscuit von dem Hausmeister zu essen. Der blöde alte Mann weiß noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Ne? Das war die Information, die ich brauche. Jetzt rede ich mit dem Hausmeister. Biscuitballs, get your Biscuitballs here. Get them while they're hot, während sie heiß sind. Du hast Biscuit falsch ausgesprochen. Was? Nein, habe ich nicht. Woher willst du es hier wissen? Du kannst doch nicht mal lesen. Aber Monty kann's. Der Kleine mit den Gläsern? Who am I kidding? Wer bin ich? Macht der Witze? Natürlich ist das. Hey, Nerd. Was willst du von mir? Hast du etwas Hausmeisterzeug, was du verkaufen möchtest? Nein. Aber ich habe etwas, was du kaufen kannst. Lass es eine Lehre sein, andere Leute beim Aussprechen zu korrigieren. Brave, mutig, tapfer genug. Ah, danke dir. Die ist genauso cool, ne? Die Frau da hinten. Leute, ne? Macht niemals irgendwelche Aussprache korrigieren, ansonsten passiert das.
Kauf mir das einen Sarg, danke dir. Da. Lehren wurden gezogen. Linien wurden gezeichnet. Oder, nee. Lehren wurden gelernt. Linien wurden gezeichnet. Er hat gerade die Brille aufgesammelt. Du bist ein gutes Kind. Das ist mir, mich hast wissen lassen, dass dieses kleine Monster hier rumrennt und irgendwelche Leute oder irgendwelche Rechtschreibung korrigiert. Und das auch in einer Schule, ja? Echt Scham auf diese Kinder heutzutage. Ja, shameful. Gut, aber du siehst aus, als wenn du einer von den Guten wärst. Dankeschön. Lasst aber den alten Hausmeister wissen, wenn irgendwer anders noch über, also etwas über seine Rechtschreibung sagt. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Hier, nimm diese Brille, die von dem Nerd sein Gesicht geflogen ist. Ich habe ihn geschlagen, du kannst sie haben. Diese alten Augen entgeht gar nichts. Danke dir. Okay. Dann haben wir jetzt noch Nugget und die Lilly, die aber gerade draußen ist. Wir müssen also raus hier und Lilly loswerden. Kann ich zum Badezimmer gehen? Ich habe nicht Erlaubnis, irgendwen von euch gehen zu lassen, also in die Halle gehen lassen während des Essens. Aber vielleicht könntest du ja mir einen kleinen Gefallen tun. Wenn du möchtest, dass ich in die andere Richtung schaue. Was zum Beispiel? Es sieht so aus, als hätte ich meine Brille verlegt. Die alten Augen könnte ich mir das in die Menükarte lesen, ohne sie. See if you can find a pair lying around. I will let you out. Also wenn ich ihr Gläserbrett bringe, wird sie in die andere Richtung gucken, ich kann gehen. Hier, ich habe Gläser gefunden. Danke dir. Los, tu, was du tun willst, ich werde dich nicht aufhalten. Alles klar. So. Es war die Klingel, aber nicht schlimm. Das hier ist die Tür vom Direktor. Da klopfen wir jetzt gegen. Das ist die Tür zum Direktor. Wir klopfen an die Tür. What the? Es ist Essenszeit. Wer klopft an meine Tür? Was tust du? Du bringst uns beide in Schwierigkeiten. Was tut ihr beiden Kinder hier draußen? Ihr solltet in der Cafeteria sein. Lilly hat an der Tür gelauscht. Wenn Lilly an der Tür gelauscht hat, was hast du getan? Ich habe an die Tür geklopft, um es dich wissen zu lassen. Lilly, darüber waren wir bereits raus. Ich habe nichts zu tun mit deinem Bruders Verschwinden. Warum kommst du nicht in mein Büro und wir reden darüber nochmal? Ich wusste es. Ich weiß, du warst es. Eines Tages werde ich es beweisen. Ich werde, ich werde es langsam über. Darüber, junge Lady, komm in mein Büro, sofort. Ich glaube, jetzt reden die darüber. Bitte entschuldige mich für einen Moment. Okay, danke, dass du mir wissen gelassen hast über sie. Ich bin sicher, du hast gerade die Pausenglocke gehört. Willst du nicht rausgehen und spielen? Du bist in Blut. Du bist überzogen mit Blut. Was? Oh, das? Nein, das ist Ketchup. Du bist ziemlich. You are very observant. Du beobachtest ziemlich. Okay. Hör genau zu. Lilly wird bestraft werden. Und wird schwer bestraft werden für das Observieren. Hast du es verstanden? Jupp. Und nun geht's zur Pause, alles klar. Well done. You got Lilly, Monty and Bugs. Super, du hast Lilly, Monty und Bugs ausgeschaltet. Das war echt unerwartet. Du hast diese drei Goldsterne verdient. Dankeschön. Was ist mit Nugget? Hast du es geschafft, mit ihm Freunde zu werden? Ja, habe ich. Super. Du siehst die Höhle, bei der er da steht? Die gräbt er schon seit ein paar Tagen. Ich bin ziemlich sicher, er hat... Ja, das ist wieder so ein Sprichwort, ne? Ich bin sicher, da geht irgendwas vor. Wow. Ja, ich wäre...
Ich wäre beeindruckt, wenn es nicht so gefährlich wäre. Unglücklicherweise habe ich keinen Weg, um zu beweisen, wie gefährlich es ist. Und der Direktor scheint sich nicht darum zu kümmern. Was hat das damit zu tun, mit ihnen sein Vertrauen zu erhalten? Weil er niemanden in die Höhle gehen lassen würde, dem er nicht vertraut. Und das ist der Grund, warum du da runtergehen würdest. Vertraut er dir nicht? Natürlich nicht. Er mag zwar ein merkwürdiger, hässliches, verstörtes und kleines Kind sein, aber er glaubt hinaus am out to get him. Dass ich ihn rankriegen möchte. So, was soll ich tun? Ich brauche dich, dass du mit runtergehst in die Höhle, um irgendwas zu finden. Es muss nicht viel sein. Du hast irgendwas, was wir gegen ihn verwenden können, um ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Was zum Beispiel? Ich weiß es nicht. I just know there has to be something down there. Da muss irgendwas unten sein. Jetzt geh runter da und find es raus. Okay. Und komm zurück, wenn es fertig ist. Fertig. Okay, wir müssen also irgendwas da unten finden in der Höhle. Danke, dass du gekommen bist und nach Nugget gefragt hast. Nugget normalerweise hat keine Freunde, um ihm seine Arbeit zu zeigen, aber heute wird er es tun. Bist du bereit, die Höhle von Nugget zu betreten? Ja, sind wir. Super, aber erst muss Nugget etwas tun. Was denn? Da, nun sind wir fertig. Warum hast du alle diese Chicken Nuggets in die Höhle geworfen? So, dass wir nicht beim Landen sterben. Chicken Nuggets sind ziemlich weich und schmecken sehr gut. Nun bitte betrete die Nugget-Höhle. Okay, wir betreten die Nugget-Höhle. Willkommen in der Nugget-Höhle. Behold its nuggety godness. Please have a look around. Ich würde mich so gerne umschauen. Okay. So, Leute, das ist die Nugget-Höhle. Und das hier kommt erstmal in der Vollversion. Ne? Ah, ja. Das mysteriöse Zeichen der Wunderlichkeiten. Es sagt, lasst den, der 25 Talismänner freilässt... Nee, lasst den, der 25 Talismänner vorbeibringt, das größte allen Übles auf der ganzen Welt frei. Das ist creepy. Es soll aber erst in der vollen Version funktionieren. Wir nehmen jetzt hier die Monstermon-Karte, die hier unten liegt. Ja. Und hier haben wir einen Hund. Oh, ein kleiner Hund. Nugget hat ganz vergessen, dass er hier ist. Ist es tot? Ja, es ist, aber... Nugget hat es nicht getan. Nugget hat nur gegraben in die Nugget-Höhle, als es vom Himmel gefallen ist. Nugget warnt davor, es an die Oberfläche zu bringen. Es wird wahrscheinlich Schwierigkeiten verursachen. Wir nehmen den Hund mit. Gut, damit haben wir jetzt den Beweis. Genießt es hier in der Höhle zu sein? In der Nugget-Höhle? Ja. Aber ich möchte nun gehen. So. Mit diesem Hund gehen wir nun hier hin. Well. Was hast du gefunden? Diese Hundeleiche. Oh. Mein liebes Ich, das ist. Ist das Cindys Hund? Nugget! Was ist, große Lehrerfrau? Hast du Cindys Dog getötet? Was? Nein! Nugget würde niemals. Aber Nugget ist relativ harmlos. Lügt mich nicht an. Nugget lügt nicht. Nugget weiß, dass der Hausmeister das kleine Hündchen getötet hat. Ich weiß, es warst du. Plumps. Oh mein. Das war unglücklich. Nun... Das ist nicht so gelaufen wie geplant, aber ich bin relativ zufrieden mit dem Resultat. Du hast einen weiteren goldenen Stern verdient. Cool. Nun, würdest du es mal anschauen? Dieser Spielplatz ist komplett leer.
Du bist alle Kinder losgeworden, alle von den Klassenkameraden losgeworden und du hast 6 goldene Sterne verdient. Und nun? Nun kann ich eher nach Hause gehen. Bekomme ich keine Belohnung? Oh doch, hier deine Belohnung. Bitteschön. Es ist ein spezieller Lunch-Passierschein oder Essenspassierschein. Du kannst es nutzen, wann du möchtest, um mit mir essen zu gehen. It is my way of protecting my rats for selling out their friends. Es ist quasi ihre Art der Beschützung für ihre Ratten, die ihre Freunde verraten. Danke. Well, there's no one left to teach today, so I gonna take off. Also sie wird nun frei machen aufgrund, weil niemand mehr da ist, den sie was lehren kann. Was ist mit mir? Ciao, Kind. Du kannst entweder einen goldenen Stern verdienen oder du kannst nach Hause gehen. Deine Wahl ist deine. Okay, ich gehe nach Hause. Gut, ich sehe dich morgen, Toodles. Tja, das war's. Damit haben wir das Special Item von dem Teacher bekommen. Von dem Lehrer. Klapping! So, man muss sagen, dass wir erst bei der vierten Wiederholung sind. Es ist ziemlich, ziemlich gut. So, für die nächste Angelegenheit.